der dritten Ausbau einer Krippengruppe hier in Willingen. Vor 8 Jahren etwa ist hier unten die alte Wohnung ausgebaut worden. Dann ist vor 5 Jahren etwa eine weitere Krippengruppe angebaut worden und jetzt hier die dritte Krippengruppe. Sehr erfreulich. Hätten wir damals auch nicht gedacht, dass das Angebot so gut angenommen wird. Allerdings sind natürlich auch die angebotenen Betreuungszeiten und vor allen Dingen auch das stark abgesenkte Betreuungsalter mit ziemlicher Sicherheit ausschlaggebend dafür, dass dieses Angebot so gut angenommen wird. Ja, vielleicht wird uns der Architekt mal in dieses Bauwerk oder in dieses Bauvorhaben einführen und noch so ein paar Einzelheiten dazu sagen können. Ja, im Endeffekt, ja, das Gebäude ist relativ pragmatisch geplant, weil es halt darum ging, wir brauchen eine neue Gruppe, beziehungsweise die Anforderungen sind einfach so weit gestiegen, dass ein neuer Gruppenraum zuständig ist. Das damals, wann war das? Mai 2018 kam das Ganze auf, also ist schon 1,5 Jahre her, wo es dann hieß von wegen, ne, wir müssen auf jeden Fall eine neue Gruppe dabei bringen. Ursprünglich ging es um einen Turnraum, dass quasi die Gruppe mit in das Gebäude integriert werden sollte, der Turnraum geopfert werden sollte und hier eine kleine Turnhalle quasi entstehen sollte. So im Laufe der Monate kristallisierte sich dann raus, dass das Ganze unpragmatisch ist und wir eine komplett neue Gruppe im Endeffekt bauen, also ein Gebäude, das wirklich die Funktion hat für eine ganze Gruppe. Zusätzlich kam die Anforderung, dass es keinen Personalraum in dem ganzen Kindergarten aktuell gibt, weil der Platz sowieso schon nicht ausreichend ist. Also wurde das Ganze darum auch erweitert. Ergo stehen wir jetzt gerade in dem Personalraum. Hier wird später eine Küchenzeile kommt hier noch mit bei. Es wird irgendwie ein paar Sitzplätze geben, ein Tisch kommt hier mit bei, dass man einfach eine Mittagspause macht und sich irgendwo zurückziehen kann, weil es halt diese Möglichkeit aktuell gar nicht gibt. Aktuell ist vom Prinzip ein Büro vorhanden und irgendwie ein Besprechungsraum, Personalraum gibt es nicht. In dem Raum, der jetzt darüber geht, der kleine Durchgangsraum, wird mit Aufbewahrungsbereichen vorgesehen und direkt auf der Rückseite, das sehen wir, wenn wir gleich quasi so einmal rumgehen, ist jetzt eine behindertengerechte Toilette vorgesehen, beziehungsweise hat auch einen integrierten Duschplatz mit dabei, weil es vom Prinzip zwei Probleme auf einmal jetzt löste, dass gesagt wurde, okay, Personal muss die Möglichkeit haben, dass sie auch in irgendeiner Art behindert sein können, also müssen die Gegebenheiten gewährleistet sein. Genauso können Kinder aufgenommen werden, die auch im Rollstuhl sitzen oder in irgendeiner Art darauf angewiesen sind. Ergo gibt das ist die Möglichkeit jetzt hier erschaffen worden oder wird jetzt gebaut. Ja, das ist vom Prinzip der große Gruppenraum jetzt, der dazukommt. Jetzt musst du mich richtig darstellen, jetzt als U3-Gruppe. Altersübergreifend. Also es ist keine Krippengruppe, sondern altersübergreifend, weil wir 6-Jährige kommen. Das heißt, es gibt dort eine recht große Bandbreite, das heißt 25 Kinder maximal. Ja, bei dem Alter erhöhter Personalbedarf im Endeffekt. Alles kommt hier halt im Endeffekt. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Eder Dampfradio. Eder